Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Minibag Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft hier in Cuxhaven an der Nordsee. Ich hatte letzte Woche auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und gefragt, was ihr noch so für Wünsche habt an YouTube-Videos, ob ihr irgendwelche Themenvorschläge habt. Und es kam tatsächlich nur ein einziger Themenvorschlag. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich das richtig deute und ihr eigentlich mit den Themen, so wie sie sind, zufrieden seid. Aber der Videovorschlag war sehr schön, nämlich wie packe ich meine Garnelen für den Versand ein? Und das möchte ich euch heute einmal gerne zeigen. Es ist nämlich ein Dienstag und ich habe festgestellt, irgendwie scheint Dienstag der ideale Garnelenversendetag zu sein oder wirbellosen Versendetag. Schnecken versende ich dann natürlich auch in Styroporboxen und ich möchte so möglichst weit weg vom Wochenende sein, deswegen versende ich Wirbellose nur dienstags und mittwochs. Aber im Vergleich habe ich so gemerkt, Dienstag kommen sie tatsächlich eher an, also gefühlt so 98% sind sie dann am nächsten Tag schon beim Kunden, deswegen gebe ich mir immer Mühe, dienstags zu versenden. Alle anderen Waren versende ich natürlich die anderen Tage ganz normal. Montags versende ich gar nicht, weil ich das logistisch für mich einfach nicht hinbekomme. Und montags ist ja jetzt seit neuestem hier im Laden auch zu. Und da bin ich meistens, nicht immer, aber meistens bin ich dann auch gar nicht hier, sondern arbeite dann am Computer von zu Hause aus. Die Versandbedingungen findet ihr natürlich auch auf der Webseite www.minibag.de. Versuche ich hier mal eben einzublenden, aber kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Und unten in der Videobeschreibung, da ist auch immer ein Link zu meiner Webseite da. Es tut mir leid, dass wir hier gerade Nebengeräusche haben. Es ist ziemlich stürmisch hier. Ihr wisst ja, ich bin hier direkt am Deich, also praktisch direkt am Meer und kriege das immer alles ab. Aber trotzdem muss ich mal Fenster aufhaben und deswegen kann es sein, dass wir zwischendurch mal so ein paar Windgeräusche hören. Nun zeige ich euch einmal meine Utensilien und das Wichtigste ist eigentlich diese Selektierpfeife. Ich bin ganz begeistert davon, man kann das Tier wirklich schonend herausfangen. Die hier ist groß genug, dass auch kleine Krebse damit gefangen werden können. Für Fische ist das eigentlich gar nicht geeignet, sondern wirklich für Wirbellose. Die nehmen das Glas nicht so wahr, das heißt also, man kann sie ganz gut so an der Scheibe dann herausfangen oder sogar einfach herausschöpfen. Bei den meisten Neocaridina funktioniert das ganz gut. Die Caridina, die springen gerne mal so nach hinten, die sind da ein bisschen clever. Da arbeite ich dann auch mit einem Kescher zusätzlich, das kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Aber die Selektierpfeife ist super, du schöpfst das Tier halt mit dem Wasser heraus, das ist ganz schonend. Es gibt kein Netz, in dem sich die Beinchen oder Fühler verfangen könnten. Und dann kann man das Tier so in die Tüte setzen, es ist überhaupt nicht außerhalb des Wassers. Nachteil für mich ist natürlich, dass Wasser mitkommt. Das heißt, ich habe immer relativ viel Wasser in der Tüte, das ich dann auch wieder abschöpfen muss. Und es darf ja nicht zu viel Wasser in der Tüte sein. So ein Drittel ist immer ganz gut. Ja, diese Selektierpfeife finde ich ganz praktisch. Dauert natürlich auch seine Zeit, damit Tiere zu fangen. Deswegen, wenn es mehrere sind, ist das dann nicht so praktisch. Dann nehme ich auch gerne mal einen Kescher. Aber der Durchschnitt, die Durchschnittsbestellung bei mir liegt so ungefähr bei 10 Garnelen. Das ist ja immer ein guter Start. Also 10 Garnelen wird ja auch immer empfohlen. Das ist das meiste, was bestellt wird. Und 10 Garnelen kann man damit ratzfatz fangen, das ist gar kein Problem. Eigentlich ist es gerade ein ungünstiger Moment, denn die Selektierpfeifen sind gerade bei mir im Shop aus. Werde ich aber nachbestellen, dann kündige ich das auch an, dass sie wieder da sind. Ich hatte sowieso Probleme mit der Verlinkung auf Instagram. Da kann man ja seinen Shop auf Instagram vorstellen und verlinken. Und Instagram hat wohl immer gedacht, dass diese Selektierpfeifen für irgendwas anderes gedacht wären und hat die immer aus dem Shop herausgenommen und mir auch schon E-Mail geschrieben. Ja, ich kriege da aber keinen Menschen zu fassen. Also die Maschine sortiert wahrscheinlich einfach halt Pfeife aus. Wie auch immer, ja, aber bei mir auf der Webseite ist sie normalerweise zu bekommen, zurzeit aber leider ausverkauft. Und zusätzlich benutze ich auch sehr gerne einfach diesen ganz normalen kleinen Kescher. Das ist so ein ganz flacher Kescher, speziell für Garnelen. Da werde ich manchmal gefragt, ja, springen die da nicht raus? Ja, das kann sein, man muss die Hand schon drüber halten. Aber man kann da wunderbar mehrere Garnelen auf einmal mitfangen, wenn man wirklich viele fangen möchte, benutze ich immer so einen flachen Kescher und das kann man jetzt wahrscheinlich nicht gut sehen, aber es ist ein sehr, sehr feines, dünnes Netz, wunderbar geeignet für Garnelen. Also beides in Kombination, manchmal mache ich auch dann so im Becken, gerade bei den Caridina oder bei den Krebstieren, die so gerne so zurückschnellen, da mache ich so einen Stopp für den Kescher und schöpfe sie dann so ab, funktioniert wunderbar.
Hier seht ihr mal einen Trolley, ein bisschen vollgerümpelt. Ja, aber ich bin da halt jeden Tag bei, so ist das. Hier sind die wichtigsten Utensilien. Zwei Transporttüten, eine, da kommen die Tiere rein. Dann stülpe ich nochmal eine Transporttüte drüber. Das mache ich nur beim Versand, nicht wenn man hier vor Ort kauft. Dann habe ich hier solche Gase. Also das sind so, kann man sehen, ganz feine Netze. So ein Tütü-Stoff. Der gibt nichts ins Wasser ab, ist zwar Kunststoff, aber da müsst ihr keine Sorgen haben. Den gebe ich rein in die Tüte, damit die Garnelen etwas zum Festhalten haben. Denn das ist ganz wichtig, ansonsten schwimmen sie nämlich ständig im Kreis und haben richtig Stress. Also Garnelen brauchen immer was zum Festhalten und am besten keine Pflanzen benutzen, sondern ja, irgendein Kunststoffmaterial, das nichts ins Wasser abgibt. Denn im Dunkeln, und die Tüte wird ja im Dunkeln transportiert, entziehen die Pflanzen dann dem Wasser Sauerstoff. Das passiert natürlich nur bei diesen normalen Tüten. Bei Breathing Bags zum Beispiel, da ist das nicht so. Da atmet die Tüte ja praktisch mit. Aber ich habe halt die ganz normalen Transporttüten. Dann habe ich hier noch Gummibänder. Die benutze ich meistens aber gar nicht. Deswegen sind es noch so viele. Die brauche ich eigentlich nicht. Ich mache immer gerne einen festen Knoten ohne Gummiband. Und um den Knoten richtig festzukriegen, benutze ich diese Zange. Dann kann es losgehen. Heute werden die Bloody Mary versendet. Da sind sie 10 plus 1. Wenn man 10 bestellt, bekommt man natürlich von derselben Variante auch noch eine dazu. Die Wasserlinsen müssen euch jetzt keine Sorgen machen. Das sind so wenige. Die machen dem Transportwasser überhaupt keinen Schaden. Und ihr seht, ich habe zwei Gase reingesetzt. Das mache ich immer so zwei, drei, weil es manchmal sein kann, dass die an den Innenwänden der Tüten kleben bleiben und die Garnelen sich dann doch nicht gut festhalten können. Deswegen immer zwei, drei Stückchen Gase hinein. Dann ist man da auf der sicheren Seite. Und die Größe ist so ungefähr ein halber bis ein Zentimeter. Das sind so junge, erwachsene Garnelen, die schon tragen können. Einige haben auch einen Eifleck. Das ist die Größe, die ich abgebe. Alte Tiere gebe ich nicht ab. Ich weiß, manche freuen sich, dass sie schön dicke, große Garnelen bekommen haben. Das ist dann meistens so, dass die Händler ihren alten Bestand abgestoßen haben und der Kunde hat gar nicht mehr lange was von diesen Garnelen. Die tragen dann oftmals noch einmal und ältere Weibchen tragen ja mehr Eier als die Jungen, aber dann hat man von den Tieren an sich nicht mehr viel. Hier hat man einen jungen Stamm, der schon Eier tragen kann. Und die können sich dann bestens entwickeln. Ich habe den Knoten hier nochmal festgemacht, weil ich sie gleich in die zweite Tüte hineinsetze, damit der Knoten dann nicht im Wege ist. Und ich habe es auch nicht allzu prall gemacht, denn man weiß nie genau, Paket kann runterfallen oder so, aber eigentlich gehen die damit gut um. Stöße oder sowas kann es dann besser abfedern als eine ganz prall gefüllte Tüte. So sieht das Ganze jetzt in diesem Stadium aus. Die Tüte kann sich natürlich drehen. Das Paket kann auch mal auf den Kopf gestellt oder zur Seite gestellt werden. Die Garnelen gehen mit dem Wasser mit. Also da müsst ihr kein Problem haben. Und das Verhältnis Wasser und Luft ist wichtig so, ne? Also ich bin manchmal auch gefragt worden, warum die Tüten denn nicht voller Wasser gefüllt werden, damit die Tiere, wirklich egal wie das Paket steht, immer unter Wasser sind. Ihr braucht keine Sorge haben, die gehen mit dem Wasser mit. Die halten sich ja auch an der Gase fest, die das mitgeht. Sollte tatsächlich mal eine Garnele, weil sie sich an einer Gase festhält, die an der Wand geklebt ist,
oder selber, das Paket dreht sich so abrupt, dass sie selber an der Tütenwand kleben bleiben sollte, was selten passiert, kann die sich auch wieder ins Wasser hineinbewegen. In der Tüte ist die Luftfeuchtigkeit ja sehr, sehr hoch. Die Garnele trocknet dann nicht aus und bewegt sich von alleine wieder ins Wasser. Die können ja auch an Land ein Stückchen sich bewegen. Solange sie feucht bleiben, ist das kein Problem. Aber in der Regel bewegen sie sich halt mit dem Wasser mit und das macht ihnen nichts aus. Das ist völlig okay. Jetzt sind wir an den Tresen weitergewandert. Also die Garnelen sind ja jetzt doppelt in Transporttüten verpackt und zusätzlich kommt jetzt noch eine Isolierverpackung drumherum. Man könnte an diesem Punkt Packpapier oder Zeitungspapier verwenden. Ich benutze gerne diese Isoliertüten. Die sind extra für Fischtüten, also für solche Tiertransporttüten gedacht. Funktionieren eigentlich nach demselben Prinzip wie diese Rettungsdecken, die wir aus den Verbandskästen kennen. Die Tiere werden da drin verpackt und haben da drin praktisch ihr eigenes Klima. Das heißt, wenn es draußen zu warm ist, sind sie vor der Hitze geschützt. Wenn es draußen zu kalt ist, sind sie vor der Kälte geschützt. Nun denkt sich der ein oder andere bestimmt, im Winter ist ja in der Styroporbox auch ein Heatpack drin. Das Heatpack kann ich euch ja mal hier zeigen. Ja, ich habe solche Heatpacks und benutze sie auch natürlich im Winter, jetzt bei dieser Jahreszeit nicht. Eigentlich ist das jetzt die absolut idealste Jahreszeit, Garnelen zu versenden. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Ich verlasse mich aber nicht zu 100% auf diese Heatpacks. Wichtig ist natürlich, dass die mit Sauerstoff nur funktionieren. Und wenn die Pakete so gepackt sind, dass die Wand, in der die Löcher für den Sauerstoff für das Heatpack sind, gerade an einem anderen Paket stehen, dann kann das schon mal sein, dass das Heatpack ausfällt. Tatsächlich verlasse ich mich da eher auf diese Isolierverpackung und die Styroporbox selber isoliert ja auch noch einmal. Zusätzlich benutze ich aber im Winter, also bei großer Kälte, auch ein Heatpack. Das ist auf jeden Fall so, aber dennoch doppelt gemoppelt ist halt sicherer. Deswegen nochmal die Isolierverpackung plus das Heatpack bei großer Kälte, aber das ist jetzt nicht so. Jetzt ist ideales Garnelenversendewetter und das Heatpack bleibt aus. Das ist die Styroporbox, die lege ich jetzt gleich mit Zeitungen aus. Da benutze ich kann euch ja hier mal meine Rumpelecke zeigen, tatsächlich Zeitungen, die ich selber als Verpackungsmaterial zugeschickt bekommen habe, wenn ich Ware bestelle oder so. Also ich recycle das dann halt nochmal für mich und benutze das dann als Verpackungsmaterial, also zum Auspolstern meiner Pakete. Deswegen kann das sein, dass immer eine ganz bunte Zeitungsmischung bei meinen Paketen halt dabei ist. Jetzt ist es ausgepolstert. Hier seht ihr die Garnelen. Und bei großer Kälte würde ich dann hier Löcher hineinmachen, damit Sauerstoff hineingelangt und genau dort das Heatpack aufkleben. Aber es ist überhaupt nicht kalt genug. Das braucht noch gar nicht. Ein Heatpack ist nicht nötig bei diesem Wetter. Wie gesagt, das ist jetzt gerade ideal, weil es nicht zu kalt, nicht zu warm ist. Je nachdem, wie viel bestellt wurde, bekommt ihr natürlich auch noch Goodies. Manchmal ist das eine kleine Portion Moos oder eine Laubprobe oder so etwas. Ihr bekommt dann auch noch zwei Zettel. Das sind jetzt Beispiele, ne? Da ist die Rechnung und der Lieferschein dann. Und natürlich kriegt jeder auch das Goodie für sich selber. Ihr bekommt auch noch kleine Aufkleberchen. Und natürlich eine Visitenkarte und einen Flyer. Und je nachdem, wie groß die Bestellung war, auch nochmal einen großen Aufkleber. Der ist auch für draußen geeignet, zum Beispiel fürs Auto. Das bekommt ihr dann alles mit und dann wird die Box zugeklebt. Das ist die reisefertige Box. Die gebe ich gleich auf dem Weg nach Hause selber bei der Post ab. Da wird das Label dann auch ausgedruckt. Und dann ist die, wie gesagt, ich schätze zu 98% schon morgen beim Kunden. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick über den Verpackungsprozess. 7,50 € kostet der Versand bei mir. Das ist halt die Pauschale, nicht nur für das Porto, sondern das beinhaltet natürlich auch die Verpackungsmaterialien. Vielen Dank fürs Schauen bis hierher. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben!